76. Wir sind fast da auf jeden Fall. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie die Medici-Wachen aussehen. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Das ist meine Schwierigkeit gerade. Okay. Das ist eine Feder. Oder ist das eine Feder? Ha! Perfekt! Okay, also wenn das wirklich so weitergeht, dann haben wir die Federn eingesammelt, bevor wir überhaupt die Dings haben. Bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe, das in der Extra-Folge zu machen. Wenn es am Schluss dann auch nur noch so 20 Federn sind, dann machen wir das auch in der Folge. Also da mache ich jetzt kein Special daraus, weil... Sind wir so bei 100 Federn, kann man das ja machen, aber... Bei 20? Ich weiß ja nicht. Soll ich auch eine normale Folge... So, ein Mitglied der... Ich habe mein Glas im Weg gestellt vom Bildschirm an der Stelle. Ein Mitglied der Salvucci-Familie, die dabei geholfen hat, unsere Feinde nach Florenz zu schmuggeln, wurde in der Nähe des überdachten Marktes in der Nähe der Santa Maria Novella gesehen. Tötet ihn, aber sorgt dafür, dass ihr nicht gesehen werdet. Akzeptieren. Okay, wir haben schon wieder 351 Florin. Ich hab's mir gemerkt. Okay, ehrlich gesagt hängt der Zettel immer noch vor mir. Aber ich wusste es diesmal tatsächlich, ohne dass ich nachgucken musste. Sonst muss ich immer noch auf den Zettel schielen, aber diesmal kann ich ganz stolz sagen, ich habe es gewusst, bevor ich auf den Zettel geschaut habe. Oder geraten. So, die Santa Mar, da sieht man, dass da ein Assassinengrab war. Das war unsere Lieblingsbeschäftigung in Folge 20 oder 19. Ich weiß es schon gar nicht mehr so wirklich. Wir müssen jetzt ein bisschen im... Da ist unser Ziel. Aber wir können es nicht anvisieren. Nein, das ist falsch auf jeden Fall. Wo sind jetzt hin? Da. Wir könnten ja darüber springen. Wo sind jetzt hin? Warte mal, ich habe gerade ein Defizit mit meinem Blickwinkel. So, dann wählen wir die Wurfmesser aus und dann... Wow. Entdeckt. Ja, verdammt, okay. Also so einfach ist das leider doch nicht. Okay, dann wollen wir nochmal loslaufen. Eigentlich wäre es ja dann am klügsten, in der Gruppe vorzugehen. Ja, das klingt gut. Salve! Oder wir müssen aber erstmal dafür vom Dach. Sag doch, dass da drunter nichts ist. Okay, jetzt sind wir unten. So, wir lassen mal kurz die Wachen vorbeilaufen. Dann brauchen wir mal hier. Okay. Hey! Salve, come sta Madonna Francesca? Was ist denn sein Problem, Alter? Hat einen schicken Schneider. So, also das ist unsere Zielperson. Wir müssen auf jeden Fall die Wache zuerst ausschalten, obwohl wir da hinten auch zwei Wachen haben. Ich weiß aber auch nicht, ob der sich noch fortbewegt irgendwie. Oder ob er da stehen bleibt. Komische Kapuze. Komische Kapuze. Okay. So, wir laufen auf jeden Fall mal mit diesen Leuten hier mit. Da gibt zwar keinen Sinn, aber egal. Das ist ein bisschen zur Tarnung gebraucht. So.
Vielleicht probieren wir doch mal diese Giftklinge aus. Aber diese Wachen da machen wir nervös. Okay, es sind eventuell nicht nur die Wachen, die mich nervös machen. Der Typ geht mir auch auf die Nerven. Mächten, Wüsten, Obrigkeiten, leeren Worten, harten Zeiten. Ein rechtes Ende zu bereiten ist gekommen, er zu bereiten. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es keine aufgeblasenen Preise. Mundi? So weiter siehst du den Helden in der Stadt. So. Das Böse hat alles. Da habe ich voll viel Gift verschwendet. Danke. So, auf jeden Fall sollte unser Ziel ja an dem Gift sterben. So. Es ist ein grausamer Tod, ich weiß, es tut mir leid. Aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Yep, okay. Also die Giftlinge ist mega geil, weil es wird nicht direkt als Angriff gesehen, wenn man damit einen, würde ich sagen, abstecht. Wenn man einen anrampelt, sage ich jetzt mal. Okay, wir sind, glaube ich, gerade auf der Santa Maria Novella. Da müssen wir ein bisschen runtergehen, weil uns das nichts bringt. So, dann wollen wir mal darüber. Und zum nächsten Attentatsziel. Ich würde danach eigentlich auch gerne in die Toskana gehen wieder. Und in der Toskana würde ich dann wollen, die restlichen Schätze einsammeln. Und sonst würde ich was noch in der Toskana wollen? Genau, die anderen Attentatsziele. Machen wir jetzt mal so Attentatsziele, damit wir da nicht am Schluss so mega viele von haben noch. So, was haben wir denn jetzt? Unsere Gegner versuchen, sich neu aufzustellen. Sie planen ein Treffen irgendwo in der Stadt. Folgt der einzig bekannten Spur, bis ihr euch den Verschwörern führt und dann tötet sie alle. Das klingt nach einem lauten Angriff. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo wir dafür hin müssen. Hinter die Santa Maria auf jeden Fall. So, dann wollen wir doch mal hochklettern. Perfekt. Ah, ich weiß nicht, ob der uns... Da unten wäre noch ein Arzt. Wollen wir uns neue Medizin holen? Nee, wollen wir jetzt eigentlich nicht holen. So... Ja, nur kurz hier oben sein. Das hat einfach bessere Fortbewegungsmöglichkeiten. Da ist der. Warte, so. Glaubst du, du bist schneller als. Ja. Okay, jetzt müssen wir E drücken. Weil jetzt brauche ich nämlich eine Zielperson. Da. Dann wollen wir doch mal dem korrupten Beamten folgen. Ist aber mal ein bisschen runter. Von hier oben lässt sich nicht so gut verfolgen. So. Da müssen wir vorsichtig sein. Erstmals. Bis am Ziel ist. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch gefangen. Haben wir eigentlich. Wir haben zwei Giften. Ja, gut, das passt. So. Die lokale Kunstszene stirbt aus. All der Mist. Geh mir nicht auf die Nerven. Alberti war der letzte wahre Meister hier. Danke. So. Ich bin doch fast. Ich gebe den doch fast am Arsch. Wie kann da eine Zeit laufen?
maiale, tutto freschissimo. Alter, ich klebe den Typen trotzdem fast am Arsch. So. Was treibt einen dazu, das? Sich so aufzuführen? Lass uns mal hier hochklettern. Nun, es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. So, jetzt sind wir oben. Auf den Dächern. Das wird das sowas von nach hinten losgehen. Okay. Da, auf ihn! Was? Wer war das? Wo ist der mit Kühl? Der Futtermeister ist so gut, dass du ihm nicht nur deine, sondern auch seine und meine Geheimnisse preisgibst. Natürlich sind da drei von diesen Rüstungsfutzis. Der rennt da ein Ziel davon. Alter! Nicht in der Nase bohren, Freundchen. Alter, das darf nicht wahr sein. Warum hast du keine Waffe ausgerüstet? So, wir müssen auf jeden Fall wieder da rein. So, auf jeden Fall rennt hier noch einer rum. Ihr geht nicht wohin. Ihr geht nirgendwo. Perfekt. So, lol. Okay, die Wachen haben sich in Luft aufgelöst. Hat der gerade eine Ziege auf dem Rücken getragen? Okay. Jedem das seine. Wir haben immer noch drei Attentatsziele. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Wie viele Auftragsattentate gibt es bitte? Weißt du, ich dachte, das sind vielleicht noch so ein paar. Aber das sind ja noch ordentlich viele. Wow. Ich dachte jetzt gerade, ich falle auf die Schnauze runter. Aber zum Glück ja nicht. 309 Truhe in der Villa. Hä, warum? Aber wir wahrscheinlich ein Upgrade gekriegt haben. Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, was haben wir nun? Wir haben eine Nadel im Heuhaufen. Wir stehen so kurz davor, alle, die am Angriff auf Florenz beteiligt waren, zu eliminieren. Findet und tötet den Verschwörer bei der Santa Maria Novella und stellt sicher, dass er euch nicht sieht. Das Ziel finden, ohne entdeckt zu werden. Okay, das sollten wir ja hinkriegen. Wo ist denn die Santa Maria Novella? Hey, die ist doch sonst nicht zu übersehen. Ich glaube, da hinten in der Richtung. So, danke. Perfekt, jetzt sind wir hier oben. Alle Schiffe, die den Hafen der Stadt anlaufen, so. Dann, an alle respektablen Mitglieder der Arte del Cambio. Okay, warte, wir sind ja gleich im Zielbereich. Das ist ja sinnlos, die ganze Zeit im Dings-Modus, im Adlerauge rumzulaufen. Weil es teilweise ein bisschen anstrengend ist, im Adlerauge rumzulaufen. Ja gut, das ist jetzt natürlich unpraktisch. Er sieht, spricht ein Gebet, Schurke! Okay. So gefällt es mir am besten. So, wir müssen auf jeden Fall die richtige Person finden. Das Problem an der Geschichte hier ist, dass...
wir... Hier ist nichts für dich, Kaffone. Nicht unbedingt sehen, wo wir, ob wir noch im Suchbereich sind. So, was haben wir hier schon? Die rechte Hand, Gevatter Tod, bei uns steht... Alter, halt die Fresse. So, da hinten sind Wachen. Ja, kurz, wir sind nicht rausgelaufen. Ich hau dir irgendwann nicht eins rein, Alter. Das geht so auf die Nerven. Außer es ist wie mit den bettelnden Frauen. Die gingen am Schluss relativ auch ziemlich auf die Nerven. So, wir können auf jeden Fall noch in diesen Gang hier raus. Mal nach rechts und einmal nach links schauen. Ja, passt. So. Dann lass uns einmal hier lang laufen. Hier lang. Ich bin fast außerhalb. Aber wir müssen eh hier drumherum noch. So. Wo ist denn der Typ? Das ist auf jeden Fall ein Arzt. Aber wenn wir gleich. Wenn wir gleich hier einen Arzt haben, können wir kurz mit ihm reden. Können wir mal mit dir kurz reden? Danke. Dann Apothekenbedarf, Medizin. Ist voll. Ach, Gift wollte ich kaufen. Hä? So, akzeptieren. Ja. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf. Okay. Weiß nicht, ob man mit Gift besser aufpassen kann als mit anderen. Bitte wascht und färbt eure Wäsche nicht in öffentlichen Gewässern. Vergesst nicht, das Gerben ist grundsätzlich nur außerhalb der Stadtgrenzen erlaubt. Geh weg, oder du kriegst meine Faust ins Gesicht. Da war auf jeden Fall irgendwas drin. Ne? Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Aktion? So, hier haben wir noch einen Arzt. Oder ist das selber Arzt von eben? Bin mir schon gar nicht mehr sicher. Hä? Ach, ich bin aus dem Zielbereich. Sagt mir das doch, dass ich längst rausgelaufen bin. Deswegen ist das Adlerauge nicht immer so praktisch. So. Dann wollen wir nochmal. So, wir gehen mal hier hoch auf die Dächer wieder und laufen ein bisschen über die Dächer. Obwohl, da oben waren ja auch ein paar Wachen. Laju, Merda, schnappt ihn! Jo. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Ah, der hat's gesagt, Florin. Aber jetzt, wo ich selber weiß, ist es halt. Er ist hier, du gehörst mir! Wo bist du jetzt hin? Ich habe ihn! Bin mir nicht sicher, wer wen hast, aber ich glaube, ich habe dich. So, da unten. Ach, das ist eine Bank. Hier stehen 4 Wachen drumherum. Irgendwas sagt mir, dass wir hier richtig sind. Sind die jetzt ernsthaft gestorben? Wow. Wahrer Diener Satans bei der Arbeit. Also jetzt sind wir hier drin, das hat mir aber auch nichts gebracht. Da